Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch wieder. Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Ja, wir sind in Erin Lair im Goldenen Wald und werden jetzt die zweite Welle für die Orklager oben im Gipfel annehmen. Wie ihr sehen könnt, die Plünderung vom Burg Maruf. Oh Gott, was für Namen sind das? Einen Augenblick und unterhaltet euch mit mir. Dann haben wir Kisten voller gestohlener Habseligkeiten, das kriegen wir hin. Ein Schatten breitet sich jenseits Lothlorians aus. Ja, das kriegen wir auch hin. Mal eben kurz hier oben auf den Flat schauen. Hier ist hier wieder richtig was los. Die Elben benötigen eure Dienste. Wir müssen Feinde ausschalten. Die Galadrim werden eure Hilfe benötigen. Ein Schatten breitet sich jenseits Lothlorien. Hier die Schmiede und die Waffenlager. Oha. So viele Questplätze haben wir ja fast gar nicht. Der Schatten des Karadras und die finsteren Mächte, die sich darin verbergen, bedrängen den Goldenen Wald. Sämtliche Grenzen Lothlorians werden von Unruhen geplagt. Werdet ihr uns zur Seite stehen? Der Schatten des Karadras und die finsteren Mächte, die sich darin verbergen, bedrängen den Goldenen Wald. Ich hoffe, dass das alles die Quests waren, weil mir geht eigentlich der Questplatz aus. Und das ist ja echt einiges, was wir jetzt hier haben. Ich schaue nochmal eben auf den anderen Flat, was da noch zu holen ist. Und ja, da sind auch noch einige Quests frei. Wie viele Questplätze haben wir jetzt noch fürs Lager? Ein. Ja, okay, das ist nicht viel. Okay, so wie das ausschaut, wird das dann wohl ein Doppelrun werden. Weil ich habe nicht so viele Questplätze frei, wie ich da jetzt erobern muss. Deswegen gucken wir uns das mal an. Wir haben alles hier vorne, wir kämpfen uns hier an der Seite hoch nach hier oben. Hier sind die Habseligkeiten. Das sollte eigentlich alles soweit passen. Wir buffen uns gleich nochmal in aller Ruhe. Wie ihr sehen könnt, ich werde nach dieser Aufnahme auch nochmal wieder nach Bre zurückkehren. Ich habe beispielsweise gestern das Fest wieder nicht geschafft. Deswegen, ein paar neue Kampf- und Schutzkunden müssen mal hergestellt werden und noch ein bisschen anderen Kleinkram. Aber das ist nicht so das Problem. Wie ihr sehen könnt, hier können wir schon die ersten Orks sammeln. Oh nein, hier ist wieder irgendwo ein Wag. Ich spiele mal mit ihm. Oh, der Wag zählt sogar auch als Gegner für das Lager hier. Hier hätten wir dann auch das erste Rufhorn. Und den ersten der Schmiede. So, wir haben noch 2 Tage zu spielen. Also wir haben noch 2 Tage Zeit für das. Weil ich halte auf jeden Fall mein Hauptversprechen, dass ich zum 1.1. nächsten Jahres im Düsterwald anfange. Dementsprechend muss ich zusehen, dass ich jetzt hier mal ein bisschen weiterkomme. Aufgrund der Feiertage, die ich nie aufgenommen habe, da fehlt mir halt einiges. Aber ich hoffe, das verzeiht ihr mir. So, jetzt kommt das Durchbuffen erstmal. Und eine Kiste fehlt mir noch. Der einzigste hier oben. Okay. Dann müssen wir uns wenigstens nicht um die Mobs prügeln. So, das Banner ist verbrannt. Da ist auch ein Troll. Oh,
Wenn man das jetzt ja mal so sieht, 10k Signatur. Wir haben gestern ein 21k Elite umgeboxt. Dagegen ist er ja wirklich eine Witzfigur. So, damit haben wir auch den 6. von 6 Gegnern besiegt. Hier oben ist die letzte Kiste, die wir suchen. Und damit haben wir 2 Aufgaben erledigt. Die fertigen werden wir auch gleich aus der Übersicht entfernen. Aber wenn wir schon mal da sind, können die auch weg. Ah, so wie das aussieht, laufen wir die große Runde. Ah, haben wir den Krieger doch gepult. Schade. Ja, 61 zu 60. Die Aggro-Range ist halt ein bisschen größer. Im Düsterwald werden wir übrigens auch wieder schöne neue Scharmützel dazu kriegen. Oder bin ich ganz ehrlich, auf diese freue ich mich am meisten. Da ist auch mein absolutes Lieblingsscharmützel mit dabei. Die Verteidigung von Tangulat. Es macht einfach nur Spaß. Nervensägen, Nervensägen, Nervensägen. Edmi ist immer noch auf aggressiv, fällt mir ein. Edmi, du musst nicht mit jedem Hund spielen, der dir begegnet. Ich versuche jetzt erstmal hier in aller Ruhe durchzukommen, weil die nächsten Waffenlager, die wir zu finden haben, die sind auch etwas problematischer. Wobei die Waffenlager sind sogar eigentlich relativ einfach, weil die liegen einfach mitten auf dem Weg. Zwischen den Palisaden, dort müssten die sich nicht befinden. Na gut, den haben wir jetzt gesehen. Da konnten wir Primärmaßnahmen gegen ergreifen, dass der uns angreift. Dementsprechend mal weiter durch. Oh nee, nicht er schon wieder. Diesmal lassen wir ihn durchgehen. Nochmal prügele ich mich nicht mit dem Kerl. Aber wie ihr sehen könnt, er läuft hier Patrouille. Wir hatten wie gesagt Glück, ihn gestern in einem anderen Lager zu treffen. Jetzt dürfen wir uns mal hier über den Weg. Aber der Werfer, der wird nicht so einfach vorbeigelassen. Edmi kann mit dem Orkkrieger spielen. Ich suche mir die Waffenlager aus. Wie ihr sehen könnt, die liegen mitten auf dem Weg. 5 Stück brauchen wir. An 4 kommen wir definitiv vorbei. Und ein Waffenlager müssen wir halt mal kurz suchen. So, jetzt wird's gleich richtig interessant. Ah, da sieht ihr es ja, da ist noch ein Waffenlager, das sammeln wir natürlich auch noch ein. Nämlich im letzten Lager da oben. Da haben wir, glaube ich, auch noch Quests für, aber ich weiß es nicht genau. Ich weiß, dass es auf jeden Fall für jedes Lager, wo wir gestern waren, noch eine separate Quest gibt. In dem Fleet. Aber ihr habt ja gesehen, ich habe schon eine Menge Questplatz frei, aber so viel Questplatz hatte ich nun auch wieder nicht. Ja, hier sind auch Truhen, also hier müssen wir auf jeden Fall auch nochmal rein.
Ich umlaufe jetzt einfach mal das ganze Lager. Und um ihn hier hinten geht's. Troll-Elite-Meister. Normalerweise müssten wir ihn besiegen, aber... Nee, da, trage jetzt der Stolze. So locken wir ihn einfach von seiner Eskorte weg. So, der Troll verprümelt sich jetzt auch. Das ist für uns vorteilhaft, ist der Weg wieder frei. Dann machen wir noch den Plünderer eben kurz weg, damit wir an das Waffenlager rankommen. Und dann geht's weiter zum nächsten Lager. Wie ihr sehen könnt, hier an den Hand der Kisten, hier müssen wir definitiv nochmal rein. Also für das Lager gibt es auf jeden Fall noch separate Quests. Aber die können wir dann entweder morgen angehen. Oder ich versuche heute noch eine zweite Runde hier reinzukriegen. Wobei ich glaube, dass wir das nicht schaffen werden. Nu, da ist er ja schon wieder. Er läuft heute aber kleine Runden. So, da ist der letzte Schmied, den wir brauchen. Damit ist die Aufgabe dann auch durch. Entwaffnung des Feindes. Gehen wir nochmal ganz kurz in die Lager rein. So, das müssten jetzt die letzten Quests sein, die wir noch haben. Und die sind alle unten im letzten Lager. Da versuche ich mal durchzureiten, weit wie ich komme. Hier wären auch nochmal Waffenlager gewesen. Also wir hätten nicht nur diese ganzen Waffenlager oben im letzten Lager plündern müssen. Auf dem Weg wären auch noch welche gewesen. Und wie ihr sehen könnt, hier gibt es auch wieder Kisten. Hier müssten wir, gibt es auch nochmal Quests für... Also, wir müssen auf jeden Fall nochmal hier hoch in das Gebiet. Ich gehe jetzt einfach mal den ganzen Ärger so weit, wie ich es für nötig halte. So, jetzt kommen wir schon wieder in den grünen Bereich des Tals. Und hier oben ist dann das letzte Lager, wo wir rein müssen. Ah, der hat mich denn da erwischt. Abgemountet durch einen Schleichangriff eines Wargs. Ah, schade. Ich dachte, wir könnten nur um den Stein rum. Fangen wir mal eben schnell den Plünderer ab. Das finde ich natürlich schön. Der Plünderer zählt zu den Gegnern dieses Lagers. So, wir machen hier unten mal ein bisschen marodierenden Vorgang. Alles wird umgelegt. Admi ist in der Hinsicht ja sehr hilfsbereit.
Werden wir dann mal in aller Ruhe die ganzen Kisten einsammeln. 7 Stück sind's. 7 sollen wir sammeln. Das kriegen wir auch hin. Und der Vorteil an diesem Lager ist, dann haben wir hier auch noch gleichzeitig das Rufer mit drin. Das heißt, wir kriegen hier aus diesem Lager sogar gleich 3 Quests erledigt. Und wie ihr sehen könnt, Edmi kann inzwischen oder macht inzwischen auch ihr Ding alleine. Brauchen wir gar nicht beistehen. Einfach nur draufschicken und Edmi haut's um. Und er liegt. Wobei er hat ganz schön viele Rüstungsbuff. So, da liegt er auch am Boden. 3 Quests wieder erledigt. Mal kurz reingucken. Wir sind wieder mit allen Quests in Lorien durch. Das heißt, wir reiten jetzt erstmal wieder aus diesem Gebiet raus. Geben die ganzen Quests ab. Und ja, gehen dann wieder mit einer neuen Erwartung wieder an den Start. Wir haben ja immer noch den linken Flat, den wir hier drin erledigen müssen. Wie haben wir den denn jetzt gepult? So, und schon sind wir wieder im Goldenen Wald. Das hat ja besser geklappt, als ich mir gedacht habe. So, dann wollen wir doch mal mit Falaron sprechen. So, die Plünderung vom Block Mauflug. Gebt Obacht. Gibt gute Wundtränke. Orks aus den Bergen treiben ihr Unwesen. Das ist auch noch eine Kleinigkeit, die ich demnächst mit einpacken muss, wenn wir in höheren Levelbereichen sind. Was führt euch nach Lothlorien? Das Schöne ist jetzt natürlich, dadurch, dass die ganzen Waffen ausgelevelt sind, wird die komplette legendäre EP auf diese beiden Waffen verteilt. Das heißt, die leveln wir dadurch natürlich schneller. Gebt Obacht. Orks aus den Bergen treiben ihr Unwesen. Bleibt einen Augenblick und unterhaltet euch mit mir. Ah, jetzt wird das sogar zu einer wiederholbaren Aufgabe mit dem Waffenlager und den Orkschmieden. Da wir nochmal in das Lager rein müssen, nehme ich die nochmal mit. Was gibt es Neues aus der Ferne zu berichten? Diener des Feindes können die Grenzen Loriens nicht überschreiten. Und da drüben ist noch der Rest. Unter dem Dach des Goldenen Waldes findet sich nur noch geringer Trost. Das Auge des dunklen Herrschers wendet sich Lorien zu. Doch noch kann er uns nicht sehen. Das Zeitalter der Elben neigt sich seinem Ende zu. Ein Schatten breitet sich. Ah, wie ihr sehen könnt, das sind jetzt auch wieder wiederholbare Aufgaben. Wir müssen gut auf ihn vorbereitet sein. Die Elben benötigen eure Dienste. Ist natürlich sehr vorteilhaft, um an die goldenen Blätter zu kommen. Aber ich lasse die Quest jetzt erstmal aus. Aber wir halten sie halt im Hinterkopf. Jetzt geht's rüber in den anderen Fleet. Mal gucken, was wir da noch kurz abgreifen können.
So, hier geht's los. Ein Schatten breitet sich jenseits Lothlorians aus. Wir müssen gut auf ihn vorbereitet sein. Okay. Ein Schatten breitet sich. Das hatten wir gestern gemacht, Verteidigung. Wir müssen gut auf ihn vorbereitet sein. Bleibt einen Augenblick und unterhaltet euch mit mir. Okay. Nehmen wir erstmal die anderen beiden an. Die Galadrim werden eure Hilfe benötigen. Die Elben benötigen eure Dienste. Bleibt einen Augenblick und unterhaltet euch mit mir. Wie ihr sehen könnt, das sind die Lager auf der linken Seite. Ein Schatten breitet sich jenseits Lothlorien, wo wir gerade so durchgeritten sind. Wir müssen gut auf ihn vorbereitet sein. Sprich hier und hier oben das Hauptlager. Das heißt, wir reiten jetzt nochmal die Strecke, die wir gerade eben gekommen sind, zurück. Versuchen durchzukommen. Und jetzt hole ich mir mal kurz den. Ein Schatten breitet sich jenseits Lothlorians aus. Wir müssen gut auf ihn vorbereitet sein. Bleibt einen Augenblick. Oh, das und passt. Unterhaltet euch mit mir. Dann wollen wir noch mal rein in das Vergnügen. Wie gesagt, wir nehmen diesen hinteren Pass wieder. Versuchen da mal hochzukommen, ohne dass wir großartig vom Bogenschützen runtergeschossen werden, etc. pp. Ihr kennt das Spielchen ja. Noch sozusagen noch ein bisschen die vollgebuffte Leiste ausnutzen. Ah, da hat uns der Wag erwischt. Aber das ist auch der einzige. An den Speerwerfer sind wir vorbeigekommen. Und den Wag ignorieren wir auch am Felsen. So, da sind wir auch schon wieder angekommen. Zweite Aufgabe, linkes Lager. Oh, wie ihr sehen könnt, hier müssen wir ein bisschen mehr töten. Auch ein paar mehr Kisten einsammeln. Also das Lager scheint ein bisschen größer zu sein. Ah, schön, die Aufgabe mit den Schmieden haben wir nochmal mitgenommen. Wäre jetzt zu blöd gewesen, hätten wir die liegen gelassen. Dann können wir jetzt auch gleich meinen persönlichen Lieblingsboss hier aus diesem Bereich holen. Ist zwar nur ein hässlicher Bilvis, aber sein Wag ist schön. Denn er ist Wagreiter. Er hat einen wunderschönen weißen Schneewag. Wie ihr hier einmal sehen könnt. Und ich bin der Meinung, der Wag hätte auch die passende Größe für mich als Reittier. So, das wäre auch der Chef gewesen, der jetzt besiegt ist.
So, jetzt geht das eigentlich Nervige an dieser ganzen Sache los. Jetzt müssen wir nämlich diese Kisten suchen. Okay, Edby ist hängen geblieben. Das macht nichts. Können wir Edby einmal neu rufen? Ja gut, das zu den Kisten, die sind schneller zusammengekriegt als die 15 Mobs. Das wundert mich jetzt ein wenig. So, wir haben jetzt 13 gleich 14. Das heißt, ein Gegner fehlt uns noch. Ich guck mal vorsichtig, ob der da hinten noch zählt. Tatsache. Dann kommen wir ohne Schwierigkeiten auch an diesem Lager vorbei. Na gut, hätten wir natürlich jetzt mehr Platz im Questloch gehabt, hätten wir natürlich alle Aufgaben in einem Schlag erledigen können. Aber ich sehe es mal von der Seite. Gib mir Ochs für die Speedität. So, den Schmied kennen wir ja schon, und den hatten wir gerade eben ja auch schon. Und da sind wir jetzt auch im letzten Lager, wo wir rein sollten. Und dementsprechend können wir jetzt mal hier ein bisschen wieder randalieren. Wer hat dich denn eingeladen? Dann als nächstes den Werfer. Und als letztes der Wagen. Es ist jetzt irgendwie lustig, ich krieg jetzt die Schwaffen schneller zusammen als die Schmiede. Thank you.
So, den Plünderer brauchen wir nicht. Das war auch die letzte Kiste. Aber wir können auch einmal am Rufvorhof tröten. Mal gucken, was da kommt. Dann müsste, wenn ich mich recht erinnere, eine Uruk-Hai kommen. Nur Orksippe, schade. Aber wie ihr sehen könnt, auch der Kampf ist schnell für uns entschlossen. Damit haben wir die 6 Feinde besiegt und die Vorräte geplündert und den Cheffe erschlagen. Jetzt suchen wir uns nochmal eben schnell die letzten 2 Schmiede. Die müssten eigentlich irgendwo hier oben noch mit rumtouren. So, das waren auch die Schmiede. Das heißt, wir sind hier wieder fertig. Wir reiten wieder raus. Beziehungsweise, wir reiten nicht raus. Ich würde einfach mal stumpf sagen, ich porte mich jetzt raus. Aber erst nach Bre. Und morgen gehen wir die Aufgaben nicht wieder ab. So, ihr Lieben, es ist wieder Zeit. Wir sind schon wieder am Ende unserer Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, bleibt mir treu. Daumen, Kommentar, Abonnement würde ich mich drüber freuen. Empfehlt mich weiter. Und wir sehen uns dann ansonsten am Freitag nochmal wieder. Und dann geht's im neuen Jahr im Düsterwald weiter. Tschüss!